is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Bedeutung und Herrlichkeit des Sabbats. Ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Denn des Herrn Mund hat geredet. Wir verbrachten einen angenehmen, herrlichen Sabbat miteinander. Wir hatten allen Grund, uns zu freuen und Gott zu verherrlichen, um seiner Güte willen, die er so reichlich über uns ausgeschüttet hat. Da wurde ich auf einmal in eine Vision versetzt. Ich sah, dass wir nur wenig von der Bedeutung des Sabbats ahnten und erfassten im Vergleich zu dem, was wir über seine Bedeutung und Herrlichkeit wissen sollten. Ich sah, dass wir noch nicht begriffen, was es heißt, über die Höhen auf Erden zu gehen, um mit dem Erbe Jakobs gespeist zu werden. Wenn aber die Erquickung und der Späte kommen wird vom Angesicht des Herrn und die Herrlichkeit seiner Macht, dann werden wir wissen, was es heißt, mit dem Erbe Jakobs gespeist zu werden und über die Höhen der Erde zu gehen. Dann werden wir den Sabbat in seiner Bedeutung und seiner Herrlichkeit besser verstehen. Doch werden wir ihn in seiner letzten Bedeutung und Herrlichkeit erst dann sehen, wenn die Stimme Gottes mit uns den Friedensbund schließt und die Perlentore des neuen Jerusalems aufschwingen und in ihren glitzernden Türangeln zurückschwingen. Und wenn die glückliche und frohe Stimme unseres geliebten Jesus zu hören sein wird, melodischer als die Musik, die Sterbliche je vernommen haben, und uns zum Hereinkommen einlädt. Ich sah, dass wir vollberechtigt waren, in der Stadt zu sein. Denn wir hatten die Gebote Gottes gehalten. Und der Himmel, der herrliche Himmel, ist unsere Heimat. Ich sah die 10 Gebote, die mit dem Finger Gottes auf die Steintafeln geschrieben wurden. Auf einer Tafel standen 4, auf der anderen 6 Gebote. Die 4 auf der ersten Tafel leuchteten heller als die anderen 6. Doch das 4., das Sabbatgebot, überstrahlte sie alle, denn der Sabbat war ausgesondert worden, um zur Ehre des heiligen Gottes Namens gehalten zu werden. Der heilige Sabbat sah herrlich aus, ein herrlicher Lichtschein umgab ihn. Ich sah, dass das Sabbatgebot nicht ans Kreuz genagelt worden war. Wenn das so wäre, dann gelte dies auch für die anderen 9 Gebote. Und wir hätten die Freiheit, sie allesamt zu brechen, wenn wir das 4. übertreten. Ich sah, dass der heilige Sabbat jetzt und in Zukunft die trennende Wand bildet zwischen dem wahren Israel Gottes und den Ungläubigen. Und dass der Sabbat die große Frage ist, in der die Herzen aller Gott so teuren, wartenden Heiligen zueinander finden. The Lord is coming. Are you ready?